Herzlich willkommen zur nächsten Hearthstone Arena Folge hier auf Weeble Games for You. Ich bin Soivo und wir starten natürlich ins nächste Match. Es steht 3-1 mit unserem Jägerdeck. Mal schauen, wie es läuft. Morgen gegen 16 Uhr, denke ich, wird es wieder einen Naxxramas-Stream geben für den zweiten Flügel. So wie letzte Woche, Mittwoch ja auch schon. Das Licht Start, wie gesagt, gegen 16 Uhr. Beginnen. So, die können wir wegtun, die brauchen wir alle drei nicht. Zwei Drop behalten wir mal, vor allem wegen dem Priester. Da können wir ihn ja einfach spielen, wenn wir lustig sind. Den Bogen hätten wir nicht unbedingt wieder zurückgebraucht, aber was soll's. Das Licht beschützt. Aktuell bin ich auch Rang 2 mittlerweile wieder. Vielleicht schaffe ich es noch rechtzeitig bis zum Ende der Season. Hoffentlich. Wäre ganz cool. Sind ja jetzt noch 2 Tage oder was. Ich werde heute auf jeden Fall noch einiges dann spielen nach der Folge her. Einfach, um zu schauen, dass wir das hinkriegen. Werde natürlich, falls ich es schaffe, auf Legendary zu kommen, wieder versuchen, das aufzunehmen. Das letzte Match. Auf alle Fälle. Aktuell versuche ich es mit einem Priester-Deck. Ich habe es relativ, ja, sehr gut runter geschafft. Auf 2. Muss ich sagen, ich glaube, war irgendwie sogar so eine, was hatten wir, 8-9er Winstreak, bevor wir das erste Match schon überhaupt verloren haben. Also es war wirklich eine sehr, sehr gute Runde. Ich spiele den Us aus mehreren Gründen, weil erstens kann er so nicht ohne weiteres traden. Und ich denke aktuell, dass er halt traden und heilen will. Und so habe ich, kann er den Us dann wenigstens nicht so normal töten. Aber er hat natürlich auch noch so einen Scheiß. Was ein Vogel, ey. Naja, gut. Das ist doch eine schöne Karte. Dann muss er ihn heilen, und wenn er traden will. Das ist ganz gut. Weil der hat viele, viele kleine Scheiße, so wie es aussieht. Und eigentlich sollte ja ich derjenige sein, der Druck macht. Das ist aktuell noch nicht so der Fall. Ja, und das ist genau, wie ich es erwartet habe. Mal gucken, ob er noch einen 2-Drop hat. Wohl nicht. Meeresriese. Das ist eine coole Karte. Die hier will ich eigentlich nicht benutzen, weil die beiden jetzt nicht so scary sind, wie man so schön sagt. Also nicht so angsteinflößend. Morgen gibt es ja dann endlich Loatep als Legendary-Karte. Der wird sicher super spannend zu spielen. Denke ich aktuell. Okay, ein Explosive Shot. Den könnten wir doch platt machen. Dann werden wir den los und den da los. Haben wir Brock hier. Perfekt. Der Mehrfachschuss ist einfach zu lackabhängig. In der Situation. Loatep ist richtig, richtig stark. Ich denke, der wird in 80% aller Control-Decks wahrscheinlich irgendwie auftauchen. Das wird super gut. Super spannend. Vor allem ist das ein dicker Miracle-Counter auch. Für diejenigen, die nicht wissen, wovon ich rede, das ist ein 5-Drop, der, wenn er ausgespielt wird, dem Gegner im nächsten Zug quasi nicht erlaubt, Zauber zu spielen, weil die Zauber 5 mehr kosten in dem Zug. Also super, super stark. Okay, hier ist irgendwie nichts Gutes. Ich würde gerne den hier spielen, dann kann ich ihn aber nicht spielen, das macht keinen Sinn. Deswegen spielen wir den da. Ist auch interessant, dass er ihn ausspielt, ohne dass er was buffen kann. Der wollte natürlich den Lightspawn machen. Das ist aber nach hinten losgegangen. Gott sei Dank. So habe ich auf jeden Fall die Möglichkeit zu traden. Weil selbst wenn er heilt, ist er dann nur auf 4 und dann kann der Zwerg zur Not traden. Okay, er hat noch mehr, er kann ihn komplett voll heilen. Bisschen blöd. Aber ich denke, das ist jetzt nicht mal so entscheidend, weil wir den Mehrfachschuss haben. Muss ich mir jetzt gut überlegen, wie wir das machen. Wir können zum einen den hier wegtraden. Dann würde er sterben, er geht auf 3, dann müsste ich den Hund dazulegen, dann wird's klappen. Weil 3 und 3 sind tot. Fertig. Zack, Hund dazulegen. Ab, killen. Perfekt, so war es geplant.
muss das Scharfschießen irgendwie auch rausbekommen. Aber bisher lohnt es sich einfach vom Mana-Aufwand her nicht. Okay. Und totzaubern. Schon klar. Ein relativ guter Spielzug wieder von ihm. Das ist eine schöne Karte. Machen wir das doch mal so. Muss er traden und totzaubern. Im Normalfall. Vielleicht macht er es auch nicht, weil er Angst hat vor der Falle. Jetzt weiß er, dass es keine Eiskältefalle ist. Oh fuck, das ist nicht so gut. Weil er überlebt. Das ist nicht so gut. Den will ich nicht spielen, weil er einfach traden kann. Das macht keinen Sinn. Machen wir so. Den da eventuell sogar. Ich denke, wir spielen den da, weil wenn er nicht tradet, können wir den spielen und den traden und ihn dann dadurch buffen. Das macht in der Reihenfolge mehr Sinn. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Das ist irgendwie nicht ganz so ordentlich gelaufen. Fängfalle. Interessant. Das gibt es auf jeden Fall. Das werden wir auch machen. Müssen wir die spielen? Ich glaube nicht. Oder? Macht kaum Sinn. Er würde sterben, aber er wird wahrscheinlich eh weggetradet werden. Ich gehe davon aus, dass er die beiden da reinjagt und den da reinjagt und den dann weiter hochhält. Ich denke, wir spielen den hier mal dazu aus. Das könnte sinnvoller sein. Auch wenn es natürlich jetzt schon schlecht aussieht. Oh nein, er hat einen Schattenwort tot. Fuck it, ey. Ja, das sieht gar nicht gut aus. Ist halt das Bittere, dass er nicht gestorben ist. Wenn er tot gewesen wäre, wäre es richtig gut jetzt. Deswegen mag ich Snipe einfach überhaupt gar nicht, weil es einfach eine scheiß Karte ist. Holy shit, ey. Vielleicht denkt er, es ist keine Explosive. Macht einfach Face Damage. Wenn er schlau ist, tradet er den da rein und greift an. Den würde ich nicht mal heilen, ich würde einfach ihn voll heilen. Oh. Den würde ich nicht mal heilen, wenn ich er wäre. Ich hätte Damage gemacht. Und hätte ihn dafür wieder auf 3 hochgezogen und nicht beide auf 1 behalten. Nicht ganz wie geplant. Ja. Das war sowieso Schwachsinn. Wenn ich jetzt einen Unleash krieg, wäre es halt noch Chancen gewesen. Weil ich habe halt nicht mal einen Unleash im Deck. Aber das kann er halt nicht wissen. Deswegen war sein Spielzug einfach ultra schlecht. Uns fehlt in dem Deck einfach das komplette Comeback-Potenzial. Ich bin ein Morgenmuffel. Vor allem gegen Priester, der dann seinen Scheiß jedes Mal wieder hochzieht. Da können wir nicht viel gegen machen. Nicht gut, nicht. Den hätte ich nicht mal weggetradet. Ich weiß nicht, warum er den getradet hat. Das macht für mich keinen Sinn. Ehrlich nicht. Okay. Ich weiß nicht, der Bogen bringt jetzt auch nicht so viel irgendwie. Ich jage allein. Muss den Spotter aber loswerden. Vielleicht gewinnen wir das vielleicht sogar irgendwie noch. Ich habe keine Ahnung, was für Karten wir noch im Deck haben. Wir haben 7 Damage, das heißt, wir müssen irgendwas mit 7 Damage bekommen. Wir haben auf jeden Fall keinen weiteren Bogen. Das weiß ich. Silence, okay. Okay, er kann nicht so viel Schaden machen, das ist ganz geil. Und er heilt ihn, das ist meiner Meinung nach ein Fehler. Okay. Scheißegal, was es ist, wir müssen es ausspielen. Das Ding ist, wenn ich ihn töte, muss er alle 3 reinjagen. Wenn ich ihn nicht töte, habe ich nichts und er trotzdem keinen tödlichen Schaden, oder? 8, 10? Ne, also es steht hier, wir müssen ihn töten. Wenn wir irgendwie noch eine Chance haben wollen. Ich rechne eben mit einem Schattenwort Schmerz jetzt irgendwo.
und wir werden nicht genug Damage bekommen. Wird uns einfach tot heilen. Ah, deswegen heilt er ihn, okay. Verstehe. Verstehe. Macht Sinn. Ach, natürlich hast du auch noch einen Gedankenraub. Eigentlich könnten wir das Match hier einfach aufgeben. Super Karte. Da fehlt uns einfach der Unleash. Wie gut wäre jetzt hier ein Unleash gewesen, ja? Der spielt so scheiße, wenn der wüsste, als ob er wissen würde, dass wir keinen Unleash haben, ja? Ein Unleash und er wäre halt schon längst tot. Gut gespielt. Ja, super. Nix gut gespielt. Du hast einfach ultra schlecht gespielt und trotzdem gewonnen. Oh Mann. Naja. Das ist aber nichts, worüber wir uns aufregen müssen. Das ist einfach vom Deck her so. Das war einfach vom Decker so. Ärgerlich ist es allemal. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Nagdramas-Flügel. Das wird super cool. Vor allem, weil halt wieder schöne Karten dazukommen. Die Karten, die jetzt in Nagdramas erste Woche ja dazukamen, sind ja der... Diese Spinnen sind in sehr, sehr vielen Decks untergekommen. Genauso wie die Eier. Die sind auch in sehr vielen Decks. Also das ist schon echt cool, dass sie so schnell Anklang finden und in Decks eingebaut werden und auch wirklich Sinn machen in den Decks. Finde ich super cool. Ach, warum muss ich jedes Mal die dicken Drops am Anfang auf der Hand haben? Das ist was ich nie verstehen werde. Us können wir nicht mal spielen nächste Runde. Das Licht beschützt mich. Super geil. Und du hast dann noch zwei Eindrops oder was? Mich. Alte Schwede. Wo ist mein Blood Knight? Wo ist mein Blood Knight? Hallo? Gib mir meinen Blood Knight. Ich weiß, dass ich einen habe. Ah, fuck you. Was haben die denn alle für Decks zusammengedraftet? Das sieht genauso 1:1 aus wie das Aggro-Rogue-Deck. Paladin-Deck, was in Constructed gespielt wird. Haufenweise Eindrops, damit Segen der Macht hochgebufft. Und am besten hier noch auf die Gottesschild-Pimmel. Oh Mann, ey. Kann gar nicht sagen, wie mich sowas ankotzt. Das ist der Wahnsinn. Pure Wahnsinn. Nicht. Wie wir das halt verlieren werden, hinten rauf, weil wir einfach nichts gegen das Gottesschild-Schiss kacken. Machen können. Weil wir keine Unleash-Kacke haben. Ich kann den Usen spielen, nächste Runde ist Crusader Time. Ich kann fast nicht effektiv spielen, weil was bringt's mir, wenn ich den töte? Ich kann schießen, was bringt's mir, gar nichts. Ich habe im Prinzip hier keinen Zug. Wenn ich ihn hier spiele, wird er einfach von ihm getötet. Ich kann eigentlich nur schießen und gar nichts machen. Und eigentlich habe ich damit jetzt schon verloren. Durch Schießen und nichts machen verloren. Einzige Karte, die uns hier ohne Mist jetzt noch retten kann, wäre ein Blood Knight. Okay, wir machen es diesmal, weil wir den zweiten gezogen haben. Den habe ich getötet, damit er den Us nicht damit töten kann. Jetzt wird wahrscheinlich der True Silver Champion kommen mit einer Entschuldigung. Vielleicht lässt er die Entschuldigung auch weg. Oder er greift an, tötet ihn und hat wieder ein Gottesschild. Das könnte auch sein. Kann ich Bedarf würfeln? Oh, war es das? Okay, alles klar. Oh Mann. Ist das lächerlich. Das ist so lächerlich, Leute. Ich verliere gegen so einen Scheiß hier, weil ich nichts gegen machen kann. Hätte ich jetzt hier in der Situation einen Bussard an Leash, dann hätte er verloren. Aber nein, hat er nicht. Befolgt die Regeln. Befolgt die Regeln. Den hat er im Gegenzug, sodass ich jetzt jede Runde 3 Mana mehr bezahlen darf. Macht Sinn.
irgendwo. Licht. Melde mich zum Dienst. Wo ist mein Unleash? Wie geht's? Wie steht's? Ich jage allein. Das war's. So, ich lebe mit 2 AP aktuell. Bin ich ja mal gespannt. Ja, das war dann eine schnelle Arena-Runde. Wenn man keinen AOE hat, ist es vorbei. Ach, und Batmaner hat er auch noch. Sehr schön. Oh Mann. Die Freude des Tötens gebe ich ihm dann nicht mehr. 3 Siege. Holy cow. Naja, gut. Wie gesagt, es war ja ein schlechtes Deck, von daher kann man nichts machen. Es waren 2 Hardcounter. 30 Gold, na super, das hat sich ja richtig gelohnt. Jetzt holen wir mal ins Päckchen. Eine seltene, die wir alle schon hatten. Immerhin Staub. Die Arena. Kaufen. Also Hunter spiele ich auf jeden Fall nicht wieder. Hexer will ich eigentlich auch nicht spielen. Ich wäre für Druide. Bin mal auf eure Worts gespannt. Eventuell. Ne, eigentlich macht es keinen Sinn zu voten, weil ich werde morgen auf dem Stream wahrscheinlich wieder eine Runde Arena spielen. Das heißt, die 3 werden dann wohl wir machen so, ihr votet und ich werde das dann mit in den Arena-Stream dann einbeziehen. Den Stream ziehe ich ja sowieso auch rüber auf den YouTube-Channel, also seht ihr die Arena-Runde dann einfach auf dem YouTube-Channel. Oder eben auch direkt live auf dem Stream. Und die nächste Runde wird dann natürlich trotzdem den Tag darauf gestartet. Danke schön mal fürs Zusehen und bis dann. Ciao, ciao.